Hallo und herzlich willkommen hier auch zurück auf meinem Kanal zu einem neuen kleinen Video, Land of the Vikings. Ja, es ist auch schon eine Woche her, als wir hier das letzte Mal reingeschaut haben. Wir werden mal starten. Aber wir haben beim letzten Mal aufgehört, haben hier natürlich mächtig geil unsere Felder gebaut. Eine Mühle, wo wir auch Leute drin haben. Wir produzieren jetzt Brot. Ist alles sehr, sehr cool. Und wir müssen uns jetzt langsam Gedanken machen, dass wir, also erstmal ein Haus hier fertig bauen, priorisieren wir mal. Ja, und wir müssen unsere Ziele, ne, verfolgen. Und dafür sollen wir, ja, eine Werft bauen. Ne, einen Shipyard. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und da sehen wir schon, wir haben relativ wenig Steine. Da brauchen wir auf jeden Fall mehr. Und ja, Holz ist auch nicht so viel. Steine haben wir hier oben schon angestellt. Holzcutting, wenn wir mal hier so ein bisschen so machen, so tun, kann man alles weg. Haben wir aber da oben auch schon. Ja, und jetzt sollen die Leute erstmal laufen. Nahrungstechnisch sieht es absolut aus. Bombastisch aus. Wir haben sehr viel Fleisch, wir haben Brot, wir haben Fisch, wir haben Hähnchen und wir haben Früchte. Eins, was das fehlt, ist Gemüse. Das bauen wir auch noch gar nicht an. Ja. Weizenlager sind voll, Roggenlager sind, naja, zur Hälfte voll. Weizen ist fast ganz voll. Ja, das könnte problematisch werden. Jahreszeit Ende Sommer. Der Herbst beginnt. Einmal anbauen können wir noch. 150 Steine. Eieieiei. Okay, dafür brauchen wir echt viel. Okay, aber wie gesagt, wir haben ja die anderen Sachen priorisiert. Ja, der Shipyard. Das wird generell alles relativ intensiv. Überlege, ob ich hier Leute reinsetze. Aber wir sollten vielleicht erstmal schauen, wie viele Leute wir überhaupt noch frei haben. Management Jobs. Okay, wir haben 12 Arbeiter. Ja, das ist eigentlich gut. Farmer, Fishman, ja. Ja, das sieht alles sehr... Aber warte mal. Ja, hier fehlt auch schon wieder einer. Aber eigentlich brauchen wir den gerade nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, uns mangelt momentan wirklich nur an Stein. Und generell an Arbeiter. Aber gut, wir lassen es jetzt einfach mal auf einer schönen schnellen Stufe laufen. Dass wir hier ein bisschen vorankommen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ansonsten haben wir eigentlich alles gebaut, glaube ich. Warte mal, der Braumeister... Ja, der würde dann Bier... Ah, der macht so ja Bier. Aber wir brauchen noch gar kein Bier, weil wir noch keine Taverne haben. Genau. Taverne. Taverne, Taverne, Taverne. Wo gibt's die Taverne? Kommt die jetzt vielleicht? Nee. Vor allem, man kann auch nicht weiter gucken, wann die Sachen kommen. Das ist halt echt bitter. Ja. Unter was würde die Taverne wahrscheinlich fallen? Wahrscheinlich unter Produktion? Nee. Live? Jo. Da, Taverne. Ja, Taverne wäre das nächste Ziel, um unsere Leute ein bisschen glücklicher zu machen, weil wir produzieren schon Bier.
Und brauchen ja ergo nur noch einen Ort, wo man ein Bier ausschenken kann. Ne? Eine schöne Kneipe. So, schaut mal, das Haus ist schon fertig. Da sind auch Leute drin. Das heißt, wir haben jetzt keine Obdachlosen mehr. Ja. Und als nächstes wird hoffentlich hier unser Shipyard anjagen. Und sonst bauen wir eigentlich nichts mehr. Ja. Die hacken hier fleißig Steine. Da haben wir auch schon wieder 100. Sehr gut. Ja, es läuft, es läuft. Guck mal, der hat hier... Das ist aber... Also, ich muss auch wirklich sagen. Also, ich bin jetzt in letzter Zeit... Ich habe jetzt so in Harry Potter... Nee, ist ja nicht Harry Potter. Ist ja Hogwarts Legacy reingesuchtet. Schaut da gerne mal... Wobei, ich verlinke das hier oben. Übel geil, das Spiel. Natürlich, ist, grafisch ist das auch der absolute Hammer. Ja, das ist ja ein einziges Kunstwerk. Aber wir sind jetzt bei Land of Vikings. Und auch hier muss ich wiederum sagen, die Entwickler haben hier, das haben die echt gut gemacht. Sag mal, ich als kleiner Blenderbauer hier so nebenbei, ne? Wisst ihr, was das für Arbeit macht, sowas hier zu designen? Ja, da hat er ein bisschen, ne? Da hat man das ein bisschen verschieben können. Das sind so Kleinigkeiten. Aber ansonsten ist das ja wirklich eine feine Sache. Ja, da kann man ja überhaupt nichts sagen. Was wir auf jeden Fall machen können, könnten hier mal ein bisschen Licht hinbauen. So. Ne, dass die Leute hier oben ein bisschen... Und vielleicht einen Weg hier ranführen. So, guck mal. Und dann können wir auf jeden Fall... Warte mal, wie war denn das? Z war? Ja. Ein Storage für Steine hier hinsetzen. Dass die einfach mal genug Steine in der Vorproduktion haben. So. Genau. Sehr, sehr schön. 20 von 25. Es geht voran. Es geht voran. Jetzt müssen nur noch, jetzt muss nur noch ein Baumstamm hin. Und dann sind wir schon in Phase 2. Verzeihung. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Bei Hogwarts Legacy in der Aufnahme sieht man es immer nicht, weil ich mich da natürlich nicht einblende. Aber hier, naja, hoffe, das ist nicht allzu schlimm und das ist vertretbar, könnte man einfach so sagen. So, ja, generell, ich würde sagen, aber wir haben 195 Steine. Nee, das reicht, wir brauchen die Leute nicht. Wir brauchen das Shipyard, dass das hier vorangeht. Oh, guckt mal. Das ist ein richtig schöner Trockendock. So, was brauchen wir jetzt hier? Bretter, Ziegel. Ja, Gott sei Dank haben wir schon eine Ziegelei. Steine haben wir auch. Bretter. Ja, wir haben alles. Die müssen es nur rankarren. Tatsächlich müssen sie es nur rankarren. Ein bisschen Dekoration wieder. Hm, ich stehe auf Dekoration. Wisst ihr ja, wisst ihr ja. Wir können unsere Manis ruhig ausheben, bin ich der Meinung. Wie geht haben wir noch? 32. Ja. Guck mal, damit können wir auf jeden Fall hier vielleicht noch so einen kleinen Torbogen hinbauen. So als Eingang. Und dann könnten wir noch vielleicht einen Wagen hier hinsetzen. Hier. Wir haben immer noch Utilität eigentlich. Diese Bones. Und ja, vielleicht ein paar Säulen. Und vorzugsweise natürlich da, wo sich das alles hier schön überschneidet.
So, was haben wir noch? Ah, diese fetten Steine hier. Ja, geil. Aber die kosten natürlich Geld. Also die kosten richtig Geld. So. Sehr schön. Haben wir alles gebaut? Die müssten doch jetzt eigentlich gut happy sein. Ja, guck mal. Das ist doch ganz in Ordnung. Der hier müsste doch... Ja. Ja. Das ist vollkommen fein. So, Leute, wie sieht's aus? Oh, ihr habt doch schon das voll. Naja, aber so fleißig war da nicht da. Ihr habt nur ein paar... ja. Ein paar Holzstämme hingebracht und mehr nicht. Hm. Und es wird schon wieder Winter. Das heißt doch aber, dass jetzt die Leute hier, machen die jetzt noch was? Ja, guck mal. Ich pflanze das jetzt echt noch an. Hm. Also wenn das funktioniert, dann würde ich sagen... Ah, ich wollte gerade sagen. Weil dann wäre es wahrscheinlich eher ein Bug. So, dann nehmen wir die Leute hier raus. Das ist alles gut. Jetzt haben sie die Mine schon fertig gebaut nebenbei. Die sollen doch nicht, die sollen doch den Shipyard. Meine Güte. Okay, hier gibt es Kohle. Was ist denn eigentlich mit Feuerholz? Das hatten wir doch... Warte mal, hier... Ja, ja, ja. Guck mal, hier ist auch keiner drin. Schmiede. Also, ich würde mich sehr über diesen Perk freuen, der die Leute automatisch nachholt. Ja, das wäre noch so ein... ja, so eine schöne Sache halt. Oh, ist mit ihm. Ja, weil krank oder was? Aber dafür kann ich ja nichts. Hast du die was weggeholt im Winter? So, die Frage. Es kommen jetzt gleich wieder neue Leute an. Nehmen wir die auf oder schicken wir die über den Jordan? Ja, das ist eine gute Frage. Aber eigentlich jetzt wieder Häuser zu bauen wäre... Obwohl, guck mal, das muss nur noch fertig geklopft werden. Dann könnten wir tatsächlich vielleicht noch ein, zwei Häuser bauen. Der Fakt ist halt, wir haben genug. Wir haben genug Essen. Und wir müssen halt unsere Ressourcen nutzen. Ne? Wir haben genug Fressen. Das heißt, wir können auf jeden Fall mehr Leute bewirtschaften. Und das sollten wir wahrscheinlich sogar auch tun. Und deswegen bauen wir hier einfach jetzt Häuser. Und zwar en masse. So. Aber irgendwie habe ich es verpasst, die Leute, wa? So, okay, aber egal. Wir haben unseren Shipyard. Wir brauchen Intelligenz und Geschwindigkeit. Intelligenz, Geschwindigkeit 1, Intelligenz. Ja, machen wir 2 da rein. Stell mal ein bisschen die Zeit runter, dass das jetzt hier nicht zu schnell ist. So, was building a ship? Repair können wir hier und ja. Fishing boat. Da muss ich leider erst Erkundung im Baum des Lebens freischalten. Sehr ärgerlich. Ja, dann bauen wir Fishing Boats. Wie viel würden hier reinpassen? 1, 2, 3, 4 Stück. So. Ah, immer nur 1. Und nicht genug Silber. 25 Silber. Naja, gut. Jetzt haben wir zu viel Dekoration schon wieder gekauft. Aber das Silber, das kommt ja von alleine. Das ist es ja auch immer. Oh, ein Dilemma. Genau. Ja.
Ich würde sagen, das interessiert mich ja nicht recht wenig. Ja, für den Verlust bezahlen, aber da haben wir kein Geld, dann müssen wir das nehmen. Das hilft ja leider nichts. Wir können es ja nicht ändern. Da ist natürlich jetzt unser Dings. Unsere Stimmung mächtig gesunden. 20 Punkte, ey, krass. Okay. Wir bauen ein Schiff. Zack. Und das ist sehr interessant, wie das jetzt aussieht. Vielleicht sollten wir mehr Leute einstellen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es reicht. Oder? Ich weiß nicht. Sind schon wieder überall keine Leute drin, weil hier Leute sterben. Geschwindigkeit. Okay. Okay, 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 okay. Wir sind mitten im Winter. Wir haben mächtig viele Steine. Und ein Schiff wird gebaut. Guck mal, das geht schon los hier. Natürlich jetzt auch auf langsam stellen, dann ist der Sound nicht so heftig, aber dann kommen wir halt nicht voran. Ne? Ihr wisst doch, was ich meine. Ja, Hämmer auf das Schiff rum. Also ich finde es schon mal sehr, sehr schön, dass das Schiff tatsächlich so in dieser Art und Weise auch wirklich hier auf dem Dock steht, gebaut wird. Das heißt, die großen Schiffe werden dann wahrscheinlich von hier bis hier wirklich sein. Es wäre jetzt noch sehr interessant, ob es wirklich so Wasser gelassen wird. Das würde ich auch sehr, sehr gerne sehen. Aber, oh, das dauert ja nicht mehr so lange. Wir haben ja eh nichts zu tun. Also spulen wir die Zeit einfach ein bisschen vor. Ich frage mich gerade nur, wenn hier nur ein Fischer drin ist. Oh Gott, ein Erdbeben. Oh no! Oh, bitte nicht das Shipyard. Oh nein, es wackelt alles. Ach, die Scheißgötter, ey, ich sag euch. Also bis jetzt nur ein Haus. Aha. Zwei Häuser. Oh, okay. Ja, wir machen. Wir opfern ein paar Tiere. Wir opfern ein paar Tiere. Es ist jetzt nicht. Ist jetzt nicht so schlimm gewesen, ganz ehrlich. Muss auch nicht eingefallen. Nee, nur zwei Häuser. Das ist alles fein. Die Götter können nicht so sauer sein. Oh, warte mal, hier hinten. Ja, unser Hunter. Auch nicht so schlimm ist, wir haben hier noch Tiere. So, wo sind wir stehen geblieben? Bootbau gucken. Schön. Die sind gleich fertig. Ich fürchte schon, dass es gleich einfach da ist. Es ist einfach weg. Oh, das ist nicht schön. Was ist denn das jetzt so? Hä? Wo ist mein Boot? Ist hier? Oh, er ist voll. Das ist natürlich nicht so toll. Was machen wir jetzt so? Wir könnten versuchen, ihm noch ein bisschen Lagerplatz zu geben.
Aber ich glaube, so viel ist es halt auch nicht, ne? Ist jetzt eh schon voll, ne? Ja, 300. Ein bisschen hat er noch. Naja. So, wo ist jetzt mein Boot? Herrgott nochmal. Kann doch nicht einfach weg sein. Es ist legit einfach weg. Wo ist es? Ey Leute, jetzt mal ehrlich, wo ist mein scheiß Schiff? Aber ich habe... Sehen Sie Boot zu Schiffing? Ja, ich würde es ja jetzt gerne zum... zum Fishing-Dingsbums dazufügen, aber... Doch, warte. Ach, hier ist ja Fishing-Boot. Ah! Okay, ich habe gedacht, das ist ein richtiges Symbol, weil hier so viel Platz darunter ist. Okay. Oh, das ist aber. Das ist aber sehr verschwommen. Die Texturen nicht hier rendert? Nee. Okay, na gut. Bedeutet, der fährt jetzt auch raus damit oder nicht? Aber gut, egal. Also. Wir müssen jetzt als nächstes Hammer und Wyvern erforschen. Genau, das. Wir brauchen noch einen Punkt. Okay, 80 Villager. Dann müssen wir als nächstes erstmal 80 Villager. Also ich finde ganz ehrlich, man bekommt zu wenig Punkte. Man bekommt einfach zu wenig Punkte. Es geht zu schleppend voran. Man muss sich ja vorstellen, obwohl wir hier schon relativ auf schnell laufen lassen. Kommen wir hier trotzdem nicht so richtig voran. Also, ihr wisst, was ich meine. Und das ist ein bisschen ärgerlich. So, brauchen wir jetzt noch mehr Fischboote? Ich glaube nicht. Ja, der ist voll, aber ich kann ja ohne Stelle ändern, dass der Markt voll ist. Kann ich noch einen Markt bauen? Einen zweiten Markt? Ja, wir könnten noch einen zweiten Markt bauen. So ist nicht. Direkt daneben noch einen. Macht eigentlich wenig Sinn, ne? Dann vielleicht lieber ein bisschen aufteilen. Aber hier unten bauen wir jetzt ja das Dorf nicht weiter. Wenn, dann würden wir eher das Dorf... Ja, eher in Richtung hier oben weiterbauen, ne? Ja, dann machen wir das so. Dann bauen wir hier oben jetzt einfach noch mal. Aber ist alles so schräg hier, können wir auch nichts bauen. Dann müsste man hier oben eher ein Dorf bauen. Aber das ist mir jetzt, muss ich ehrlich sagen, noch zu weit weg. Ja, dann bauen wir hier im Zentrum noch einen Markt. Es geht mir hauptsächlich um den Lagerplatz. Dass wir den ein bisschen erhöhen. Ist der Fishing-Typ dort? Krass aus.
Okay, wir brauchen, im Endeffekt brauchen wir jetzt einfach nur mehr Leute. Mehr Leute, dafür brauchen wir mehr Holz und so weiter und so fort. Ja. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Weil ich bin ganz early. Ich bin mir nicht sicher, weil es doch ein relativ langwieriges Spiel ist, ob das so viel Sinn macht, hier weiterzumachen. Wisst ihr, wie ich mein? Also, mein Vorschlag wäre jetzt, ich mache das so ein bisschen nebenbei, weil mit einer Folge die Woche machen wir uns das vor. Wir kommen auch nicht voran. Aber momentan ist Hogwarts Legacy angesagt. Ja, mein Vorschlag wäre jetzt, ich gucke jetzt nochmal, wie es weitergeht. Bisschen entspannt nebenbei. Immer so, wie ich Zeit habe. Mal da eine halbe Stunde, mal da eine halbe Stunde. Und wenn ich hier weitergekommen bin, dann mache ich nochmal ein Abschlussvideo zu der ganzen Geschichte. Ne? Sagt mir doch mal, was ihr davon haltet. Ob euch das interessieren würde. Ne? Wenn ich hier nochmal 5, 6 Stunden reinstecke, wie mein Dörfchen dann aussieht und wie vielleicht so ein Raid aussieht oder so eine Kampfhandlung oder so, wo dann vielleicht hingehen mag, wir wissen es ja nicht. Aber ihr seht ja selber, das hat relativ viel mit Warten zu tun, ne? Weil wir warten jetzt legit einfach darauf, dass nach und nach die Sachen abgebaut werden, dass nach und nach jetzt hier, die können wir ja nicht rausschmeißen, irgendwas tun, die Häuser gebaut werden, dass irgendwann Leute zuwandern oder Nachwuchs geboren wird, dass wir irgendwann auf 80 Leute kommen, einen Punkt bekommen. Um dann, weil haben ja nicht die Möglichkeit, Anlasspunkte zu bekommen. Ne? Ja. Ja, nehmen wir alles weg damit. Ja, weil wir haben ja nicht die Möglichkeit, andere Sachen, also andere Ruhmpunkte irgendwie zu erhalten. Und das ist halt wirklich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen meh. Das ist doof. Denn es hapert jetzt momentan einfach nur daran, dass wir hier 29 Ruhmpunkte, glaube ich, nicht haben, um uns den nächsten Skilltree freizuschalten. Ganz zu schweigen davon, dass wir vielleicht auch noch hier was investiert hätten, dass die Leute schneller arbeiten oder die Mine produktiver ist und so. Und guckt euch mal an, wie weit es hier noch geht. Ich denke, dass wir uns immer noch in dem Bereich des Late Tutorials, will ich mal sagen, befinden. Denn sobald man wahrscheinlich Militär hat, wird es so sein. Mal kurz gucken hier. Ja, doch, wir müssen anbauen. Wird es halt so sein, dass wir wahrscheinlich durch Raids bzw. Überfälle wahrscheinlich Ruhm generieren. So. Und wenn das der Fall ist, ja, dann werden wir später in Ruhm schwimmen. Ne? Weil wir brauchen ja einfach nur die Leute einmal losschicken. Ein paar andere ungläubige Nicht-Wikinger abschlachten oder auch, ne? Ihr wisst und dann generieren wir halt wahrscheinlich Ruhm. Das könnte ich mir dementsprechend relativ gut vorstellen. Wesentlich nicht. Aber das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit. Weil wie lange wollen sie mich hier mit neuen. Guck mal, ich krieg doch 500 Ruhmpunkte, kriegt dadurch. Und hier nur 100. 500 ist fett. Ja. Ja, aber wie lange wollen sie mich hier mit, hab jetzt so und so viele Einwohner, hab jetzt so und so viele Einwohner. Das ist ja nun wirklich nur eine Fleißaufgabe. Wie ihr sagt. Also ich denke, es wird genauso laufen. Und das würde ich euch dann dementsprechend zeigen. Und ja. So wäre das. Schreibt mir doch einfach mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ansonsten wünsche ich euch eine entspannte Woche. Ist ja erst Dienstag heute. Oder für euch ist ja erst Dienstag. Und ja. Wir sehen uns morgen bei Hogwarts Legacy, würde ich mal sagen, ne? ja, bis dahin. Tschüssi.